Alles klar. Weiter geht's mit der Kleinen. Hm? So, die Frage ist, wo wollen wir lang? Das haben wir gemacht. 15 Geschenke haben wir. Will ich hier schon rein? Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher, aber... Was haben wir denn hier überhaupt? So, hier können wir uns nur hinsetzen. Okay. Ansonsten können wir hier mit nichts interagieren. Oh, die Kleine hat echt Spaß hier. Genauso wie ich. Ah, hier ist also der kleine Garten. Okay. 35 brauchen wir hierfür. Dirty Laundry Cleaner. Aha, das ist also der Waschraum. Aber hier sind wir doch schon... Das ist der Maschinenraum. Dieser Notfallknopf. Perfekt für Momente, wenn du einen Knopf drücken möchtest, aber nirgendwo anders einen finden kannst. Super. Also der Knopf macht nichts. Will ich hier lang? Kapitel 4, Alpenbergkette. Ja, aber ich möchte mich hier erst nochmal ein bisschen umgucken, weil ich doch noch ein paar Schätze habe, die verstaut werden wollen. Wo kann ich denn das finden? Ja, hier. Das passt und das passt. Anstecknadel. Ich würde nämlich gerne noch diese Schätze loswerden. Kann ich hier nur einen... Kann ich hier nur ein loswerden? Das haben wir, okay. Hier geht's zu Nyankusa. Dafür brauchen wir aber, glaube ich, mehr Zeitstücke. Oh, nö, wir haben eigentlich mehr als genug von allem. Aber trotzdem. Hier geht's wieder zurück. Hier geht's auch sonst nirgends hin. Okay. Ich gucke mich erst hier nochmal um in der Hoffnung, dass ich irgendwo diese noch so einen Dingsbums finde. So, hier ist der Western. Hier geht's zum Malraum. Beziehungsweise zur Kunstgalerie. Ah, super. Boah, da haben wir aber gerade so genug Kohle. Ich glaube, hier würden die Wachsmalstifte gut reinpassen. Du hast einen Schatz von Kohle identifiziert. Super. Okay, da ist ein Zeitstück gesichtet. Super. Das haben wir schon. Ha, der Da Vinci, glaube ich. Oder war das doch Leonardo da Vinci? Nur ein Headgirl. Oh, super. Hier der tragische Prinz. Hier, Mr. und Mrs. Mafia. Oh, das Porträt ist cool. Muss man lassen. Doch, das hier gefällt mir. Das würde ich mir auch so ins Wohnzimmer hängen. Das ist okay. Das Netz so mit den beschmierten Tentakeln im Gesicht. Was? Keki, Xespass und Parapli. Irgendwas mit Regenschirm. Schön hat es hier. Vor allem das hier, das gefällt mir wirklich. So, habe ich noch irgendwo einen Schatz, der... Ja, ich brauche noch ein Podest für den Schatz. Ich habe... Nee, hey, die Eulen sind mir eigentlich relativ Wurst gerade. Wir sind eigentlich mit dem Eulenkapitel noch nicht fertig. Was machst du denn da? So, die sind fertig. Vielleicht finde ich hier oben noch irgendwo ein Podest. Nö. Nö, das nicht. Okay. Hä? Hui! Cool. Aber bringt nichts. Fantastisch. Hier waren wir drin. Hier waren wir auch. Ich glaube, ich kann mir
habe noch eine Idee. Hier nicht. Okay. das ist cool. Yeah, Ranger Dog. ja, ich weiß, ich nerv gerade ein bisschen. In der Hoffnung, dass hier noch ein... Für den Dachboden. Das Kapitel Ende der Zeit ist jetzt verfügbar. Ja, dazu komme ich später. Ich glaube nämlich, dass das Endkapitel... Von daher würde ich gerne einfach nur mal hier oben gucken. Okay. So, der ist jetzt kaputt. Super. Bringt mir natürlich nichts, wenn hier kein Podest ist. Ah, hier war ein Schalter. Den musste ich drücken. Okay. Aber ansonsten ist hier nichts, ne? Das ist komisch. Wo ist denn jetzt hier noch... Ja, so sieht es ungefähr aus, wenn man den Regenschirm hat. Hier ist die Kochkatze. Die ist eigentlich ganz glücklich. So, die Frage ist, gibt es hier noch irgendwas, was ich freischalten möchte? Ich brauche hier irgendwo noch so ein Kackpodest. Weiß jetzt nicht, ob ich jetzt einfach weitermachen soll. Erstmal. Aber es kann doch nicht sein. Ich müsste doch normalerweise jetzt so langsam alles freigeschaltet kriegen. Hier hab ich's. Ich probiere es mal hier unten. Ah, da ist noch ein Podest. Energie für den Lagerraum wurde hergestellt. Das Kapitel Nyan Kusa Metro ist verfügbar. So, erstmal hier runter. Willkommen zum neuen DLC. Ich habe nicht genug Kohle. Oh, Kacke. Das wird dir bestimmt sehr gut gefallen, Sakura und Yankusa. Aber die meisten kennen das ja schon, ne? Ist aber eine schöne Idee. Also für alle Neko-Fans auf jeden Fall. Lohnt sich. Bevor ich jetzt hier bei der Alpine Bergkette weitermache... Würde ich ganz gerne mal vorher noch mal zum Western. Da fehlt nämlich noch ein... das haben wir noch nicht ganz abgeschlossen. Nee, mit dem Haarband. Sieht doch ganz gut aus, die Kleinen. So mit Haarbändchen und allem. Zugsause. Kampf der Vögel, Zugsause. Oh je, das wird ein Spaß. Stimmt, der muss ja mit seinem Film noch weitermachen. Was hast du denn hier? Geh schon rein, wir bereiten uns gerade auf den besten Actionfilm in der Vogelgeschichte vorzudrehen. Der Film wird eine Bombe. Und ich meine, Bombe im positiven Sinne, Grünschnabel. Bist du dir da auch sicher? Okay, Lassie, hör mir zu. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Dieser Hebel, den du gerade gezogen hast, er startet die Selbstzerstörungssequenz des Zuges. Und das ist kein Witz. Er wird in die Luft gehen. Ich brauche einen Film mit richtiger Action. Das machen wir jetzt auch. Dieser Zug wird ein paar Minuten in die Luft fliegen. Aber du kannst uns alle retten, Lassie. Geh zum Schalter im vordersten Waggon und schalte ihn aus. Und das Ganze am besten rechtzeitig. Verstanden? Ich kümmere mich nicht um die Eulen oder um dich. Aber wag es ja nicht, meinen Zug explodieren zu lassen. Das ist mein Baby. Die Kameras laufen, Lassie. Du beeilst dich jetzt besser. Los, Ende der Durchsage. So, das geht jetzt hier natürlich richtig ab. Und wir können hier... Oh je. Können hier zwischendurch ein paar Sachen... Alter. Das war mies.
Hier können wir ein paar Sachen gewinnen. Oh je, da müssen wir los. Mit denen können wir nichts machen. Alter, was geht denn mit dem ab? So viel zum Thema Zug, ne? Am Arsch ist düster. Wir brauchen aber hier die Anwohnermaske später. Das Problem ist, wenn du hier einmal verreckst, der gibt einen Scheißdreck auf dich. Boah. So, hier habe ich voll verkackt, weil du musst die irgendwie alle aktivieren. Genau. Alter Schwede. Der hat auch echt ein Knalletyp. Also du kannst sagen, was du willst, aber der Typ hat echt einen Sockenschuss. Der Kleine ist natürlich... Ach Mist. Ja, passt schon. Boah. Oh, ist das mies. Oh. Das geht eigentlich. Oh. Du hast es geschafft. Sogar pünktlich. Look at all this raw footage we got. Look at how you're running for dear life. Zum Glück habe ich es jetzt nicht vorgelesen, sondern war gerade mit dem Aufschreiben des Titels beschäftigt. dieser Typ, ey. Oh, schau dir all das Filmmaterial an. Schau, wie du um dein Leben rennst. Was? Wir haben es doch für den Film gemacht. Und um diesen verdammten DJ Groove zu überbieten. Ich wette, er wird nicht mal in der Lage sein, die Hälfte von dem zu drehen, was wir geschafft haben. Nun gut, hier, nimm eins von diesen Dingsbumsen, die du so magst. Du hast es verdient. Alles klar, super. Wunderbar. Schön. Zugsaus. Regie Schaffner. Mit Schaffner als der gefährliche Zugführer. Ein Mädchen als rücksichtsloser Zünder. Eulen als Eulen. Die Bewertungen sind da. So, der Schaffner hat gewonnen. Ich weiß nicht, wir könnten natürlich... es mal andersrum machen und DJ Grooves gewinnen. Na komm, ist mir egal. Ich habe jetzt keine Lust, das. Intruder-Alarm. Der schon wieder. Ich mag den nicht. Obwohl es ja eigentlich auch nur ein armer Prinz ist. So, dann machen wir gleich das Finale. Aber vorher will ich gucken, was der in meinem Schlafzimmer zu suchen hat. Netter Ort, den du hier hast, Kleine. Wie geht's? Noch am Leben und gesund, wie ich sehe. Welch eine Schande. Wie wäre es, wenn wir das mit einem kleinen Deal regeln? Ich schlag dir was vor. Du erledigst ein paar neue Verträge für mich und ich werde dich gut belohnen, wenn du überlebst. Ich habe diese kleine Karte für dich. Du wirst feststellen, dass ich im Moment nur einen einzigen Vertrag drauf markiert habe. Du musst ihn abschließen, bevor du den Rest freischaltest. Kontrollen und Überwachung, weißt du? Alles klar. Und sei vorsichtig, Kleine. Das sind nicht die normalen alltäglichen Verträge. Diese sind... fortgeschrittene Verträge. Wir wollen ja nicht, dass du hier... Wir wollen ja nicht, dass du bei der Arbeit stirbst, oder? Gut. Interessant. Mache ich aber später. Das kenne ich so jetzt auch noch nicht. Also ich wusste, dass er halt kommt und das sagt. Weil ich ja gesagt habe, ich habe das Spiel regulär schon mal durchgespielt. Aber ich muss sagen... die Map habe ich noch nicht gemacht, weil das alles so DLC-Maps sind. Sealed Deal heißt es, glaube ich. So, das haben wir.
Neuer Time Rift. Okay. Finale ist jetzt verfügbar. Zeitriss blau. Das ist bei der Parade. Okay, dann muss ich die Parade nochmal spielen. Hier habe ich ja Gott sei Dank ja keinen Stress. Muss ich mit dem sprechen? Nein, muss ich nicht. Super. Gut, auf so einem grünen Vordach. Ach so, stimmt. Hier ist ja wieder der Mond zugange. Erstmal in Ruhe umgucken, wo so ein grünes Vordach sein könnte. Da unten ist es. Ups. Nee, das war nicht das Richtige. Aua. Boah, ich werde doch hier nicht verrecken, oder? Hier ist auch noch was Grünes, aber wir brauchen etwas mit Pinguinen. Wo haben wir es denn? Hier ist noch was Grünes mit Pinguinen, aber... Nee, da ist es nicht. Dann vielleicht hier drüben. Finde ich hier irgendwo noch ein paar Herzen? Nee, ne? Boah. Super. Ich hätte gedacht, ich falle da jetzt nochmal um. Gut. Hier haben wir nochmal ein Herzchen gefunden. Hier. Super. Schön. Wunderbar. Nein. Och nee. Das wird eklig, weil wir hier wieder diese Eulen haben. Das bedeutet, wer hat denn da den Keks schon angeknabbert? So war das aber nicht gedacht. So, okay. Ist noch human. Ich sag aber noch, das wird nämlich wahrscheinlich noch richtig asozial. Kann ich mir vorstellen. Weil diese Eulen voll abfacken. Wie die das hinkriegen? Weißt du, normalerweise müssten die doch schon längst... Boah, das war ein Sprung, den hätte Mario dreimal verkackt. So, wo geht's lang hier? Okay. Oh, zum Glück gibt's hier einen Checkpoint. Gut, okay. Ach, genau das meinte ich. Ah, diese scheiß Eulen. Ich hätte es vielleicht noch geschafft. Aber nein. Ich weiß ungefähr, wie man das schafft, aber das kann doch nicht sein, dass das so schwierig ist. Nee, da muss ich jetzt... Oh, die arme Kleine ist komplett erschöpft. So, machen wir es erstmal so. In der Hoffnung, dass ich irgendwo noch so ein Dingsbums erwische. So, den brauche ich später.
Wenn ich nochmal runter... Oh, Kacke. Oh, ist das mies. Ist das mies. Ist das mies mit dieser scheiß Eulenparade. Hoffentlich braucht die jetzt extrem lange, bis sie hier ist. Ja, Blondchen. Aber ich glaube... Oh, Kamera! Ey! Weißt du, so die Kameraposition ist ja kein Problem, ja? Aber wenn du halt diese scheiß Eulen im Nacken hast, dann bist du halt noch unter Druck. Kamera, so habe ich dich eigentlich nicht positioniert. Danke. So, okay. So, jetzt hier nach links. Ich hab doch... Das ist ärgerlich. Zählt das wenigstens jetzt als gedrückt? Ja, super. Jetzt muss ich hier irgendwie links. Okay, das hat gerade so geklappt. Ich bin aber nicht glücklich. Vielleicht sollte das aber auch genauso klappen. Okay, dahin und jetzt hierhin. So, bevor ich jetzt hier großartig rumeier. Okay. Schnell, lauf, Mädchen, lauf! Boah! So, was bringt einen schon mal zum Schwitzen? Radstoppen, neuer Remix, ist mir egal. Neue Musik für Mafia starten. Schade, ich habe jetzt den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte den eigentlich nicht nehmen, ist egal. Was wir haben, ne? So, eigentlich könnte ich das Licht ausmachen. Es wird langsam hell. Ich weiß, dass ich da langsam lang muss. Super. Wie sieht's denn aus? Wir haben alles, was wir brauchen. Machen wir das Finale. Der Schaffner hat den Highscore. Ihn als Sieger bestätigen. Ja, komm, passt schon. Er ist irgendwie egoist. Er ist irgendwie egoistisch darüber. Bist du sicher, dass du ihn gewinnen lassen möchtest? Ja, komm. Lass gut sein. Danke, danke. Ihr seid zu gütig. Nein, bitte mach weiter. Oh, Lassie, du bist es. Ich hab's geschafft. Ich heb den jährlichen Movie Award ein weiteres Mal gewonnen. Sieh dir das Gesicht von DJ Grooves jetzt. Stell dir das Gesicht von DJ Grooves jetzt vor. Hier, nimm dieses kleine unbedeutende Filmrequisit für deinen kleinen unbedeutenden Anteil an meinem Sieg. Du kannst es wahrscheinlich auf eBird auch für ein bisschen Kleingeld verkaufen. eBird. Cool. Oh, geil. Na gut, nimm einfach. Was erwartest du mehr? Vergiss es. Geh, husch, husch, verschwinde von hier. Ich will deine hässliche Visage hier nie wieder sehen. Das war ein bisschen gruselig. Hätte der DJ Grooves vielleicht gewinnen müssen? Weil normalerweise kommt da noch so ein Bosskampf gegen den Schaffner. Aber ich glaube, dafür hätte der DJ Grooves gewinnen müssen. Ist das jetzt vorbei? Kann ich das vielleicht nochmal machen? Ja, komm, ist egal. Haben wir schon. Dann ist es halt mal so. Ist auch mal ganz nett, ein anderes Ende zu sehen, als ich das im Stream hatte. Wer? Der jährliche Boot Mervy Award wurde manipuliert. Der Gewinner weiß über die Macht der Zeitstücke. Er hat eines behalten und er wird es zerbrechen. Die Wahrheit liegt unterm Dirtbird Studio vergraben. Was geht im Dirtbird Studio vor sich, wenn niemand dort ist? Decke die Verschwörung auf, Schätzchen. Cool! Ah, so war das also, okay. Ja? Interessant. Some girl! Ah, diese zwei Sonnenbrillen, die sind schon klasse. Wie sie sich alle boxen. Um that some girl. Ja, es ist jetzt hier dunkel.
So, wir können jetzt hier überall rein. Ohne, dass uns jemand aufhält, oder? Oder müssen wir doch hier oben lang? Die Musik ist geil. Die hat schon irgendwie sowas Verschwörerisches. Also hier läuft irgendwas ab. So, die Kleinen darf natürlich nicht gesehen werden. Ist ja keiner da, aber trotzdem ganz lustig. Können jetzt hier überall hin. Finde ich trotzdem geil, wie sie das, dieses Sherlock Holmes Gedöns weiterhin halt behält. So. Aber hier oben, hier habe ich doch schon alles, oder? Ja, hier habe ich alles, was ich brauche. Ah, hier ist noch was. Nein! So, das hätte ich mal nehmen sollen. Den Regenschirm brauche ich nicht. Ich will da nämlich hin. So, den habe ich. Okay, komme ich hier? Ne, hier muss ich wieder zurück. Hier müssen wir lang. Aha. James Bond 007 kann einpacken. Hier kommt Head Girl. Kapitel 2. Kampf der Vögel. Akt 6. Die Preisverleihung. Interessant. Interessant. So, so. Was geht hier vor sich? Das machst du super. Ja, dauert ein bisschen, bis man hier unten ist. Ich wollte doch... Crime! Ja, ja, ich weiß. So, die Kameras dürfen uns trotzdem nicht sehen. Ich verstehe. Das bedeutet so eine Art... Hier sind ganz... Hier stapeln sich ganz viele Rechnungen. Okay. Wir müssen hier trotzdem sehr vorsichtig vorgehen, so wie es aussieht. Okay, hier komme ich nicht hin. Was haben wir denn hier? Viele von diesen Briefen sind unbezahlte Rechnungen. Macht Sinn. Bisher hast du kein Kino auf dem Planeten gesehen. Die Züge und Züge zerstören ist bestimmt ziemlich teuer. Ja, Züge kaputt machen ist nicht gerade billig. Und Kinos haben wir echt noch kein... Oh, das wird wieder so ein richtig ekliges Ding. Sieht so aus, als wärst du hier nicht erlaubt. Könnte man ja fast übersehen. Nicht fliegen, hier ist also niemand erlaubt. Verstehe. Ich will aber rein! Wie komme ich denn da rein? Da muss man irgendwie reinkommen. Oh je, das ist genau das, was ich nicht so gut kann. Super. Genau das, was ich nicht so gut kann. Okay, da kommt man aber irgendwie hin. Ich muss mich hier mal ein bisschen konzentrieren jetzt, sonst bin ich ganz schnell am Arsch. So. Benutze die Tokens an der Orb-Maschine, um niedliche Belohnung zu bekommen. Okay. Kann ich hier raus? Nee, da muss ich wieder hier raus. Okay, zum Glück ist der Ventilator ausgefallen. Ja, genau das meinte ich. Ach.
So, da muss ich noch ein bisschen überlegen. Mädchen, das hast du super gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Okay, hier ist aber nichts. Alles klar. Jetzt muss ich nur hier irgendwie wieder runter. Am besten ohne auf die Fresse zu fallen. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nee. Gut. Aha. Da hörst du doch jemanden quatschen. Kann ich die kaputt machen? Vielleicht mit dem Laser? Nee, kann ich nicht. Okay, schade. Ich dachte, ich könnte das mit dem Laser irgendwie kaputt machen. Alles klar. Schlecht gestapelte Boxen. Ja, die sind alle nicht ganz so... Jeder Lagerist würde hier das Grauen kriegen. Oder sagen, welche Noobs haben das hier denn gemacht? Da muss ich hoch. Und da möchte ich lang. Ich möchte natürlich mitnehmen, was geht. Ich weiß nicht, ob ich wirklich alle brauchen werde, die ich jetzt sammle, aber... Warte, wir haben Hammer, ne? Oh, das wird wieder ein langer Part. Ja, genau, ist klar. Gleich direkt zweimal. Natürlich, lass mich raten. Wir haben jetzt alle Herzen schon verballert. Schön. Gut. Hier können wir drauf. Ach, bist auf den Bob ist gefallen. Nicht nochmal runter, Mädchen. So, kann ich da irgendwas machen? Nö, so an sich eigentlich nicht. Ich kann nur da hoch. Ja, ich weiß, du bist ganz schön fertig. Ach, Mist. Oh, das ist diese... Kamerasteuerung, die ist da so extrem nervig, gerade in so Ecken, weil die Kamera halt da theoretisch nicht hinkommt, macht ja eigentlich auch Sinn. Aber oh, ich verkack das jedes Mal. Ich habe ja gesagt, das wird ein langer Part, den werde ich wieder voll verkacken mit der Kleinen. Aber das passt. Eigentlich solltest du hier hoch, aber das willst du wahrscheinlich nicht. Aber warum? Vielleicht will ich das zu schnell. Gut. Da geht's. Ach, Mist. Wie soll man das denn schaffen? Ich meine, das muss irgendwie schaffbar sein. Boah, wenn ich noch einmal hinfalle und mir Aua mache. Zum Glück hat die eine relativ große Falltoleranz, muss ich sagen. Ja, wenn man jetzt einen auf Witcher 3 machen würde, Geralt wäre schon dreimal gestorben bei diesem Falldamage. Warte mal, kann ich das irgendwie anders da machen? Nee. Super, hat geklappt. Wunderbar. Oh, die arme Kleine. Kann nicht mehr sprechen, die ist komplett finito. Oh, da oben sind Herzchen. Super. Super. Ah, wunderbar. Thank you. Bitteschön. So, da runter. Nee, da will ich nicht lang. So, was haben wir denn hier?
Diese Regale sind voll mit Filmen, von denen du noch nie gehört hast. Die Menge an Vogelwortspielen in den Titeln ist erstaunlich. Aha, die Vögel von nebenan. Was ein Gequatsch, was ein Gezwitscher. Lass die Federn fliegen. lass uns in die Federn hüpfen und so ein Kram. Oh, mir fallen nicht so viele Vogelwortspiele ein. Auf dem Etikett steht MacGuffins. Ja, ich weiß. Ich weiß, wo man lang muss. Die Frage ist, bin ich hier soweit? Auf dem Etikett steht Divergrenzpunkte durch den Spalt, siehst du. Aber nur eine Menge an Kieselstein. Aha. Ihr werdet also wahrscheinlich Geld unterschlagen. So, erstmal die Kamera wieder richten. Da kriegst du ja Kopfschmerzen bei. Ja, da musst du gut aufpassen, Mädchen. So, was gibt's denn hier? Hier gibt's nichts. Okay, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Seite rüber und super. Ich habe schon wieder einen neuen Hutgarn. Ist jetzt wirklich die Frage, ob das Sinn macht. So, ich verstecke mich mal hier. Gibt's hier irgendwas? Auf dem Etikett steht rote Heringe. Die Kiste riecht streng. Ja, rote Heringe sind jetzt auch nicht unbedingt meine Lieblingsspeise. Ich mag zwar Fisch, aber hat alles seine Grenzen. Ich muss also irgendwie da hoch. Die Frage ist, wie komme ich denn da hoch? Gibt es hier irgendwas? Die Kamera, die mich nicht sehen darf? Ansonsten nichts. Warte mal, hier gibt es doch... Okay, hier geht's weiter. Ich will natürlich versuchen, alles mitzunehmen, was geht. Super, neue Hutgarn. Wunderbar. Oh, da kann die Kleine wieder super nähen. Ja, das Hate Girl hat Nähen als Hobby. Okay, da hoch komme ich nicht. So, habe ich den Regenschirm? Nee, habe ich nicht, aber ich brauche eigentlich mehr Anstecker. So, ist die Frage. Hier muss man echt gut planen. Da hoch will ich. Darüber muss ich. Schaffe ich das so überhaupt? Ja, klar, die Kleine, super. Schön. So, ist nur die Frage, wie komme ich denn da hin? Vorsicht, wie viel Energie habe ich denn überhaupt? Habe ich genug? Ja, ich habe genug Energie. Super. Muss man halt aufpassen. Nee, hat mich erwischt. Okay. Gut. Ich dachte irgendwie... Da hoch muss ich. Ich dachte irgendwie, das kann ich so ein bisschen... abgraulen. Aber dem war nicht so. Ich will natürlich dieses Teil hier unten haben. Die Frage ist, wo waren das nochmal? Ach nee, ich darf da gar nicht mehr runter. Ist das mies. Ist egal. Ich habe genug Rubine gesammelt. Warte mal.
Das sind die Requisitien von DJ Grooves. Die lasse ich am besten mal vorerst in Ruhe. Dieser eine Hutgang geht mir gerade so ein bisschen auf die Nerven. So, hier hoch. Ganz ruhig, Mädchen, ganz ruhig. Das machst du fein. Kriegst du es so hin? Super. So, und jetzt hier runter, um zu gucken, ob ich da auf dem Etikett steht. Tickende Uhren. Der Fortschritt der Technologie lässt dich zittern. Hier muss doch irgendwo noch so ein Teil sein. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte auf dieses Etikett. Ach Mist. Ich dachte, ich könnte da so ein bisschen hochglitschen. Lass mich mal überlegen. Da kann man bestimmt irgendwie sich so hochmogeln. Nee, schade. Okay. Okay, dann will ich das erstmal nicht probieren. Ich habe nämlich keine Lust, hier abzurecken. Gut. Weißt du was, dann lasse ich das und gehe einfach hier weiter. Wo kann ich vielleicht von da aus? Da muss man doch irgendwie langkommen. Vielleicht mit einem Doppel... Ich probiere es, komm. Komm, drauf geschissen. Wenn nicht, dann ist es halt so. Dann machen wir das im nächsten Part. Ich will es aber nochmal probieren. Ich probiere es mal mit einem Doppelsprung. Ach Mann. Ach komm, weißt du was, drauf geschissen. Hier einfach durch jetzt. Ohne großartig viel hin und her. Boah. Ich bin hier total abwegig. Das bedeutet, ich habe keine Ahnung, wo lang. Okay. Oh. Na komm, das kriegen wir auch so hin. Oh, super, Mädchen, bist klasse. So, okay. Bevor ich mich jetzt irgendwie nach da oben aufmache, ist die Frage, ob ich das vielleicht andersrum drehe. Okay, hier bin ich schon mal oben. Okay. Die Frage ist, wie komme ich denn da hoch? Nee, okay, 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 okay. Hätte ja klappen können. Man kann es ja mal probieren. Man darf sowas doch mal probieren dürfen. Nein, darfst du nicht. Du musst das irgendwie durchrushen. Nee, Quatsch. Ich will auf jeden Fall hoch. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Ich muss da irgendwie auf diese Teile, wahrscheinlich darüber. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wird nicht einfach. Boah, ich habe es geschafft. Wahrscheinlich werden wir die nie brauchen, aber... Schön, dass du jetzt trotzdem runterfällst, Mädchen, obwohl ich nichts gemacht habe. Naja. Die darf ja auch mal ihren eigenen Kopf haben. Hat sie sich verdient. So, jetzt hier rüber, da drauf. Super. Wie viel Energie habe ich denn? Kann ich nirgends sehen. Gut, einfach mal eins eingesammelt. Hier ist eine Kamera. Ach Mist, warum hat sie... Habe ich den... Nee, den Magneten habe ich noch.
So, hier will ich aber noch mal hoch. Boah, was war das denn für ein Sprungmädchen? Ich will es auf jeden Fall noch zweimal probieren. Es kann doch nicht sein. Es muss doch irgendwie machbar sein, dass man da hinkommt. Ich sag nichts. Ich sag echt nichts mehr. Da hinten ist noch ein Sticker. Den hätte ich auch gerne. Die Frage, da muss ich... Okay. Da muss ich aber nochmal zurück. Okay, das war zu weit für die Kameras. Die haben also auch nur einen begrenzten Sichtradius. So, hier haben wir noch ein Herzchen. Das ist super. So, den Sticker müssen wir abmachen und sammeln. Stick it to the man. Ein neuer Sticker wurde freigeschaltet. Left Analog Stick oder Dingsbums. Okay. Neuer Sticker. Ah. Also sowas ist das. Hi. Nein. Yeah, bow down. Gut. Aber hier haben wir zum Glück... Hier müssen wir jetzt den Strom anschalten. Die Frage ist nur... Okay, hier sind die Kameras unser einziger Feind. Und diese verrückten Krähen. Genau, als er gerade dabei war zu niesen. Das war zu viel Soße auf der Pizza. Ja, auf der Pizza zu viel Soße. Ja, das geht ja gar nicht, Leute. So, lass mich mal ganz kurz überlegen. Gibt es da unten vielleicht noch irgendwo was? Okay, der ist da oben. Der da, okay. So. Da hinten ist noch einer. Boah, zum Glück haben die eine krasse Reaktionszeit. Pff, mach es einfach so, fertig. Das war's? Wie, den habe ich schon. Okay, dann muss ich da doch noch mal hoch. Die Frage ist, wie kommt... Ah, okay, ich verstehe. Hier lang und jetzt hier hoch. Super. War's das? Hier geht jetzt... Okay, hier geht's jetzt überall an. Gut. Alles klar. Next. Okay. Können wir hier mit dem verrückten Mischmaschspul irgendwas machen? Nee, ne? Können wir nichts. Dann behalte ich doch mal mein schönes Haarbändchen. Ah, hier hoch müssen, ja. So, die Frage ist, was müssen wir hier machen? Mein Fehler. Boah. Los, schaffst. Oh, die Kleine ist genial. Okay, links und rechts sind Kameras. Da kann man doch bestimmt auch irgendwo lang. Die Dinger sind alle verschlossen mit einem Codeschloss. Das bedeutet, wir kommen hier nicht durch. Kann man hier über die... Nee, weil die Lampen geht nicht. Okay, schade. Ich dachte, man könnte es irgendwie so ein bisschen abkürzen. Aber dann ist das so. Einbruch ist ein Verbrechen. Aber hier stimmt irgendwas nicht. Das müssen wir... Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Hier geht's auf der einen Seite weiter, hier geht's auf der anderen Seite weiter. Will ich schon hier lang? Nee, ich will hier nochmal hoch.
Jo, okay. Keiner. Ah, hier müssen wir sowieso lang. Hier gibt es einen Schlüssel. Also hier schläft also der Schaffner. Der hat wahrscheinlich ganz viele von den Dingern gewonnen. Dies könnte das schönste und teuerste Ding sein, das du jemals gesehen hast. Es sieht aber nicht so aus, als gäbe es einen einfachen Weg, es mitzunehmen. Schade. Ja, Diebstahl. Wir sind ja jetzt schon hier unbefugt. Das bedeutet... Ja, oh, das ist cool. Picture perfect. DJ Grooves. Geil. So, hier lang müssen wir. Ist die Frage. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich mach's einfach mal frei Schnauze. Head Kit Smells. Movers hier. Mustache. Aha. Okay, wir sind also zu schnell, wenn wir uns hangeln. Und hier sind wir in der Garderobe des Schaffners. Hier müssen wir lang. Die Frage ist, möchte ich hier lang? Kann ich nicht auch hier nach da irgendwie? Ja, bringt mir nur nichts. Schade, ich dachte, man könnte da irgendwie was machen. Na gut. Lauf! Gotta go fast! Oh, ich muss auch mal anfangen, Sonic aufzunehmen, Leute. Oh. Aber Head in Time gefällt mir gerade wesentlich besser. Hier aufpassen, hier unten. Das macht... Aua, keine Ahnung, warum wir das jetzt nicht angucken können. Aber so ist es halt. Okay, da müssen wir rein. Aber warum? Aber den Schlüssel? Nö. Okay, okay, okay. Ist doch ziemlich linear gehalten. Ich dachte, hier wäre irgendwas Besonderes versteckt oder so. Aber scheinbar nicht. Gut, hierfür brauchen wir den Schlüssel. Super, ein Tisch, ein Schatz. Kommen wir jetzt hier weiter raus? Die Frage ist, wollen wir hier... Okay, hier geht's weiter. Verstehe, ich verstehe. Okay, gibt's sonst nichts. Okay. Jetzt müssen wir wieder weiter. So, Kampf der Vögel, Akt 6, die Preisverleihung. Interessant. Cool. Ja. Doch. Oh, guck mal, wen wir da haben. Scheint, als hättest du meinen kleinen Keller gefunden. Was? Dieses letzte Zeitstück gehört einzig und allein mir. Wenn du es haben willst, musst du es aus meinen kalten, toten Händen reißen. Jo, der geht natürlich jetzt ab hier. Der macht jetzt gut Ohr. So, wir können natürlich hier mit Verfolgungsangriffen den ordentlich rein. Die werfen jetzt Scheinwerfer nach uns. Aber... So. Alter, diese Sau. So, da kriegt ihr jetzt erstmal fett auf die Backen von mir. Danke. Also die Eulen hier. Nein! Du Drecksack. Mit dem Dolch in Rück ins Kreuz, weißt du? Vergiss es. Hier brauchen wir den Verfolgungsangriff.
Weil der dreht sich nämlich immer zu uns um. Check this out! Boah, eiskalt. So, jetzt geht ihr aber die Muffe, du Lümmel. Komm mal her. Oha. Boah. Aufpassen, aufpassen. Aber passt schon. Muss mal aufpassen. Und gerade noch mal. Oh. Ja, natürlich jetzt erstmal schön. Yo, yo, ist klar, ne? Das hat Ohr gemacht. Aber passt eigentlich. Also geht noch. Yo. Kriege ich hier noch mal ein Leben? Das wäre nett. Danke. Hallo, ich hätte gern Leben. Oh, Kacke. Alter, ich dachte, ich hätte mehr Leben. Sorry. Ah, das wird oh, fast eine Stunde. Vielleicht wird er als Premiere gemacht. Oh. Ich versuche mir jetzt die Herzen hier... Oh nein! Warte mal, ich mach's anders. Ich versuche den Magneten jetzt mal wegzusetzen. Dass ich die Herzen nicht automatisch einsammle. Dann kann ich ihn nämlich für später aufheben, wenn ich sie brauche. Ja, du nennst mich doch Lassie. Na komm her. Hubele. So, das ist ja alles noch easy machbar. Jetzt fängt er halt richtig an. Oh, die will ich doch eigentlich nicht haben. Ich habe den Magnet noch extra deaktiviert. Yo. So, gerade noch mal eine... Gerade noch mal erwischt. So, ich weiß, ich weiß. Ach, Mist. Hallo, danke. Du kannst dich hier so ein bisschen rausglitschen, wenn du dich an so einer Ecke versteckst. Dann bist du einigermaßen safe. Zweimal Damage habe ich noch. Einfach laufen. Oh, super. Das gab nochmal zwei Herzen. Die waren sehr wichtig. Er musste aufpassen. Lass uns ein kleines Vertrauensgespräch haben, Schätzen. Setz dich hin, Lassie. Aha. Na gut. Seitdem du auf dem Planeten angekommen bist, sind diese Zeitstücke vom Himmel gefallen. Nun, ich kann verstehen, dass du denkst, dass sie dir gehören. Ich verstehe es. Aber wusstest du, dass sie die Zeit zurückspulen können? Mit nur einem Zeitstück könnte ich mir die Trophäe zurückholen, die mir gehört. Richtig, der Verlust von Trophäe 42. Ich wurde nur zweiter Platz beim 42. jährlichen Bird Movie Award. Ich, kannst du dir das vorstellen? DJ Groove hat es geschafft, Erster zu werden. Ich brauche nur ein Zeitstück, um diesen Fehler zu beheben. Kannst du mir nicht ein einziges geben? Nö. Du bist eine geizige junge Göre. Ich brauche nur ein einziges und du willst nicht teilen? Ja, aber ich brauche dir, um nach Hause zu kommen. Nun, wenn du dieses Zeitstück unbedingt haben willst, komm und hol's dir. Danke. What? No way. No way. Ja, das ist eine Bombe.
Erinnerst du dich an diese kleine Bombe? Dieses Mal ist sie an dir, statt an meinem geliebten Zug. Boah, ich kann halt nichts machen, ne? Boah! Drecksack! Boah, du Ratte, du Elende! Boah! Ich brauch... So, dich habe ich da jetzt gekriegt. Schätzchen! Alles klar, was los? Halte durch, ich werde einen Weg finden, die Bombe zu entschärfen. Oh, dankeschön! Drecksack! Dieser scheiß Schaffner! Och, ist das mies! Oh, scheiße! Oh Leute, ich beende den Part. Den Part, da müssen wir, das müssen wir ein andermal machen. Das wird mir sonst zu lang hier, Leute. Macht's gut, haut rein. Ciao. So, und herzlich willkommen zurück zum Schaffner. So, bin mal gespannt, wie lange ich dafür jetzt brauche. Alter Schwede. Wollte schon sagen, das Schaffner ist einigermaßen einfach zu machen, aber... Och nee. Also das mit dem Nicht-Magnet klappt ja super. Sag mal, ich treffe den heute aber auch gar nicht, ne? Einfach mal ein bisschen... How could you do this to me, Lassie? Halt die Fresse, ey, du Penner. Kommst du mit dem Messer an hier? Oh, Mist! Ja, ich weiß, kommt sich wieder mit dem Messer. Das kannst du aber schön vergessen. Oder Lümmel. So, hier einfach drüber, dann können die machen, was sie wollen. So, er hat jetzt drei verschiedene. So. Das Herz hebe ich mir echt auf, so gut ich kann. Lass mich... Oh, super. Wollte schon sagen. Ich dachte, das hätte sich jetzt aufgelöst. Oh, der war aber jetzt ganz schön fix unterwegs, der Kerl. Ja. Ach Mist. Ja, dein Movie. So, ja, Planeten gekommen ist Pipapo und so weiter und so fort. Nö. Ganz protzig, nö. Macht er trotzdem, auch wenn wir vielleicht sagen... Ja, Bombe im Zug. Gut. Alles klar, jetzt geht's... Boah, jetzt geht er aber ab hier. Boah. Gut, ich habe ihn gerade noch gekriegt.
ohne Damage zu kriegen. Super. Drecksack. Und gerade nochmal. Komm schon. Darling, Schätzchen, Schätzchen. Ja, super, danke. Versuch die Bombe zu entschärfen. Alles klar. So, irgendwann kommt der. Versucht nur Zeit zu schinden, der Kerl. Aber DJ Grooves ist ja da. Ja, durch sein Tanzen wird das auch nichts. Die Eulen hier voll am Abgehen. Mein Entschärfer ist bereit. Komm schnell her. Super. Komm her. Perfekt. Dankeschön. Kommt. Ah, das ist ja jetzt diese verrückte Parade. Boah, ist das mies. Ist das mies? Ist das mies? Ja, ja, ja. Na, mit der komme ich besser klar. Noch. Alter, was ist das für ein Kampf, ey? Tja, blöd gelaufen, hm? Nobody. Ja, ich würde mich ja gerne verstecken, aber das kannst du so. Yeah! Rückwärtssalto. Und natürlich hole ich mir noch das Leben. Ah, super! Ja gut, 5 Minuten, ne? Aber trotzdem. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den jetzt nochmal schaffe. Ich dachte, ich verkacke nochmal, aber war cool. Super. Wunderbar, das freut mich wirklich. Wir haben 30 Zeitstücke, das ist eigentlich relativ viel jetzt. So, Kapitel 2 ist komplett jetzt. Super. Das ist nur die Kunstgalerie. Was hast du denn, Mädchen? Nix, ne? Alles gut, super. So, habe ich jetzt genug Rubine? Ja, ich habe jetzt genug Rubine. Jetzt gehe ich nochmal in die Nyankusa-Metro. Und mach mal hier, Dingsbums. Mach mal den nächsten Schatz frei. Nee, das war nicht hier. Das war hier auch nicht. So, hier runter. Und freigeschaltet. Super. Das da? Das da. Nein! Ah, super, ich kann es wieder zurücknehmen. Okay. Vom komischen Planeten identifiziert, super. Und da ist jetzt ein Zeitstück aufgetaucht. Okay, das hat also nichts damit zu tun, woher der Schatz kommt, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass wir, das Ding halt eröffnen. So, dann haben wir das schon mal. Die nächste Frage ist, wo kann ich den nächsten Schatz enthüllen? Oder besteht der aus mehreren Sachen? Ich bin mir nicht ganz sicher, wo hier noch ein Podest ist. Ich habe eh nicht genug Kohle, also von daher mache ich mal weiter.
mit der Alpine Bergkette. Obwohl ich sagen muss, will ich das jetzt schon machen? Ja, ja, Time Rift Detected, super. ich weiß nicht, ob ich da schon hin will. Ach, weißt du was, wir machen so. Ich werde diesen Part noch an den anderen davor schneiden, weil ich brauche jetzt echt mal eine Aufnahmepause. Ich habe jetzt auch schon wieder... Ja, bei dem, die Parts sind etwas länger. Das bedeutet, es sind jetzt 5 Videos, die ich aufgenommen habe. Sprich, mit dem Part eben schon wieder 3 Stunden dran. Ist nicht ganz so geil. Brauche ich erstmal eine Pause, mal ein bisschen was Mittagessen und so weiter und so fort. Also dann, Leute, macht's gut und bis dann. Tschüssi.